Moin, mein Name ist Thorsten, ich bin 52 Jahre alt und bin seit ca. 15 Jahren im Hafen als Festmacher unterwegs und hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann. Jo, man muss ein bisschen körperlich belastbar sein, Führerschein ist ganz wichtig, geduldig, teamfähig und alles andere findet sich. Also es ist kein Hexenwerk, das ist alles, was man sehr relativ schnell lernt. Das Feintuning dauert vielleicht ein bisschen länger, aber generell ist das leicht zu erlernender Job, der unheimlich Spaß macht. Gelernt habe ich eigentlich Tischler. Meine Tischlerei hat irgendwann zugemacht. Dann bin ich ganz woanders gelandet. Das war aber nicht wirklich so das Optimale. Und irgendwann habe ich ein Angebot gekriegt, beim Festmacher anzufangen. Und ja, das war dann gesucht und gefunden. Da bin ich dann hängen geblieben. Habe dann mittlerweile die Fähre gewechselt. Aber ja, der Hafen, da bin ich nie weggekommen. Bei uns ist der Ton halt mal rau, aber immer herzlich und immer mit Augenzwinkern. Also man muss sich auch aufeinander verlassen können. Und manchmal muss das schnell gehen. Besonders Spaß macht es natürlich, wenn man bei solchem Wetter, strahlendem Sonnenschein, dann irgendwo im Hafen ist, von Terminal zu Terminal oder mit dem Boot unterwegs. Das macht dann einfach Spaß. So, bei Regen, na, natürlich nicht ganz so schön, aber auch dann macht es Spaß. Also wie gesagt, der Hafen hat so sein eigenes Flair, egal ob das Wetter gut oder schlecht ist, gerade in Hamburg.